Zwei. Ja, ja, mein Gedächtnis. Wenn ich einen Hauptfisch erwische, dann sind alle gleichzeitig kaputt, aber ich habe ihn nicht erwischt. Ich bin nur irgendwie reingefallen, weil ich kein Gleichgewicht hier habe. Warum auch immer. I don't know. Aber natürlich auch für, ach, ich weiß warum, weil ich mich ranziehe an diese Truhe oder an diesen Fisch, wie auch immer. Das ist natürlich nicht sehr klug. Und ich habe doch schon zwei, also Nummer 3. Das ist nicht schlecht. Weil ich jetzt dann sofort zum Labor zurück kann. Die Eier abgeben und folglich gleich wieder herkommen darf. Wie das letzte Ei. Leider, leider. So, ich lasse mich einfach erwischen, weil die mir doch nichts abnehmen an Eiern oder sonst was. Blöd sind sie, aber sind halt Frauen. Ja, wieder sehr sexistisch heute. Aber ist ja nicht ernst gemeint. Nicht ernst nehmen hier. Ist nur ein kleines LP, das für Unterhaltung sorgen soll. Was es hoffentlich tut. Na, jetzt werde ich wieder nicht erwischt. Wenn man erwischt werden will, dann wird man nicht erwischt. Ist immer dasselbe. Und wenn ich jetzt so rauskomme, werde ich erwischt. Das ist so typisch. Das grenzt schon an Typischkeit. Ungeheuerlich. Ja, und die Nacht ist hier sehr still. Ich will mit dir nicht sprechen, das ist storymäßig vielleicht uninteressant und auch sonst einfach langweilig. Der Typ halt will zu den Piratenfrauen, weil die so heiß sind, aber will es sich zugeben. Man denkt, er wäre cool. Und deswegen gibt er sich mit mir ab, weil ich der coolste Zorro im ganzen Lande bin. Er denkt, ich könnte ihm reinhelfen. Aber nein. Ich verfolge nur eigene Interessen. Und die sind nun mal die Welt zu retten. Hilfe. Ist das jetzt ein Schnuller auf dem Dach? Ich dachte eigentlich, es wäre so ein Anker. Sieht aus wie ein Schnuller gerade oder wie so ein Flaschenöffner. Schon witzig. Hoch bitte. Manna, manna. Ah, doch ein Anker. Sah noch von der Seite irgendwie so aus. Aber da habe ich mich geirrt. Soll vorkommen. Joho. Ein Ei für den Käfig. Ja, immer diese langen Zehen. Als ob wir das noch nie gesehen hätten. Ei Nummer 2 und 3 gleich mal auf C gesetzt. Denn das erspart uns Zeit. Und irgendwie ist es ja cool, nicht so viel Zeit zu verschwenden. Denn dann kommt man sehr viel weiter in einem Teil. Okay, ich habe auch keine Ahnung, warum ich so komisch rede gerade. Irgendwie ist mir danach. Aber jetzt mal wieder normal. Nee, nicht normal, sondern normal. Ich will hier nicht so lange bleiben, weil es hier so viele Grafiklecks gibt. Macht der Typ einfach die Wassertexturen zu groß. Das ist also wirklich. Das geht doch nicht. Ich kann's nicht springen. Sowas kannst du nicht verkaufen. Das kannst du höchstens verschenken.
Naja, er hasst sie ja auch. So. Aber ich bin ja sozusagen der Beta-Tester, wenn man das mal so ausdrücken darf. Und da darf es natürlich schon so kleinere Bugs geben. Und wo die Möwen sind, ist auch immer das Ziel. Das kennen wir schon aus Wind Waker. Auch wenn das erst nach diesem Spiel kommt. Hier rein. Und noch ein Ei und dann sehen wir diese Piratenfestung nie wieder. Und das werden alle Frauenliebhaber natürlich sehr schade finden. Und oh, da ist eine Karte. Ich habe sie weggeklickt gehabt. Oh, das war blöd. Ah, noch ganz am Anfang macht es nicht so viel aus. Scheiß drauf. Ich gehe einfach wieder rein. Was hier sehr schwierig gemacht wird, weil hier so viele Wachposten vorne dran stehen. So. Was mache ich? Ich warte, bis du vorfährst und folge dir auf in sicherem Abstand. Ja, mit der Felsmaske stelle ich mich einfach gerne aufs Boot und fahre mit, was schon sehr dreist. Aber das kann ich jetzt natürlich nicht springen, da sieht er mich sofort und wird ganz böse und kriegt rote Backen und bläst sich auf. Schreit immer rum, wie kannst du es wagen? Raus mit dir, du Spanner, du. Du möchtest gern cool, Zora, mit deinen blauen Shorts. Und hier, wie ihr jetzt sehen könnt, kann ich mich einfach rüberziehen. Dank des Entehakens. Da muss ich mich natürlich wieder verwandeln. Zack. Das erspart mir den ganzen Umweg unter der Festung lang und sonst wohin. Wie wär's mit der Hasenmaske? Ich weiß gar nicht, warum ich die Ocarina jetzt ausgewählt habe. Die kann ich auf sowas von nicht gebrauchen gerade. Yo. Und langsam kann ich die Musik nicht mehr hören hier. In meinem selben Dauerschleife-Takt. Und wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich glaube auf die Seite. Kriege ich die mit dem Entehaken? Kriege ich. Aber nicht jetzt. Da muss ich näher ran. Ah komm, ah hab sie. Ich wette, sie steht sofort wieder auf und ich bin gefickt. Deswegen werde ich einfach schreiend auf sie eintreten und sie voll in die Ferse treffen. Ja, Frauen mögen keine Fersenschläge, wie man sieht. Ja, ich kann es nicht lassen, das muss man aufhören heute. Aber ist ja gleich vorbei. Wo geht's rein? Hier hoch? Habe ich recht? Ja. War ich jetzt hier schon? Ich weiß nicht. Doch, war ich auf jeden Fall. Es war der erste. Okay, hier bin ich falsch. Aber ich wette, ich komme hier hoch noch irgendwo. Komme ich hier hoch? Auf dem Turm war ich da eigentlich schon? Ja, war ich ganz am Anfang, oder? Müsste so sein. Ich muss da noch hin, ich sehe es schon. Ich bin ja nicht so blöd, ich stürze mich jetzt einfach hier runter. Ich gucke erstmal, ob hier auch freie Bahn ist. Da sieht gut aus, aber da ist bestimmt noch eine. Nein. Habe ich verglüht. Das ist sehr nett. So, ich könnte zwar hier noch hoch, aber ich glaube, da ist nichts groß.
Doch, ich muss zuerst da hoch, oder? Komm ich auch von hier hoch? Nix da. Wird mir nicht gegönnt. So, aber von hier aus. Jawohl. Dankeschön, du netter Pfahl. Ich will jetzt kein Risiko eingehen. Deswegen Pfeile. Ach komm, hier ballern sie mit Feuer voll. Damit die wenigstens ein bisschen feurig wirkt. Wahaha. Damit hast du nicht gerechnet. So, rein hier. Okay, jetzt muss ich leider für kurze Zeit die Felsmaske aufziehen. Ne, muss ich gar nicht. Muss ich gar nicht. Drei Stück gibt's hier, oder? Und ja, drei, okay. Ich ziehe die Felsmaske kurz auf. Denn ich glaube. Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass ich das irgendwie. Nee, ich hatte sie nicht auf. Nee. Ich habe erst die Hasenmaske runtergezogen und das war irgendwie fail. Blöd. Ja, das alles wegen 100 oder 200 Rubine, keine Ahnung wie viel. Aber das wollte ich dann doch gerne haben. Meine Stimme ist irgendwie gerade ziemlich angekratzt. Dabei will ich sehr gerne anmerken, dass ich Nichtraucher bin, noch nie geraucht habe und eine tiefe Abneigung habe gegen Raucher, die Nichtraucher irgendwie schlecht darstellen oder sonst die irgendwelche ihre blöden Parolen Sprüche klopfen. Das kann ich nicht leiden. Jetzt wisst ihr es. Also könnt ihr mich deabonnieren. Aber das ist halt so. Worum wollte ich eigentlich hin? Ich bin wieder so blöd gewesen, ne? Ich bin wieder außen rumgegangen, jetzt kann ich gerade wieder zurückgehen. Ach ja, jeder wie er es verdient. Ich muss dahin, genau. Ich probiere es mal ohne Blut vergießen. Und wie es scheint, habe ich Glück. Denn auch mit friedlichen Methoden kann man ans Ziel kommen. Sollte man mal vielleicht Bush und Obama sagen. Damit die das auch mal wissen. Das kann jetzt übel enden. Keine Hasenmaske, sondern weg mit dir. Und ich würde gerne das Speer aufheben und ein bisschen Daumen kämpfen. Das geht ja dann im Wind Waker sozusagen. Hier noch nicht. Schade. Okay, Hasenmaske bitte. Hasen? Ich wollte sagen Felsmaske. So, da habe ich sie. Hatte ich sie nicht vorher auch? Okay, ich probiere es jetzt. Wehe, die erwischen möchte. Wieso? Das müsste ein Bug sein. Also normalerweise geht's. Eigentlich dürften sie mich nicht sehen. Ich bin blöd, das ist nicht die Felsmaske. Warum sagt denn jemand nichts? Ach, das sind diese neuen Grafiken. Ich bin voll verwirrt. Das ist die Felsmaske. Also bitteschön. Das ist sehr, sehr peinlich, aber nur für einen, der das schon mal gespielt hätte mit diesen Grafiken. Für mich ist das alles neu. Und jetzt bin ich schon gleich an der richtigen Stelle. Dann brauche ich nochmal Enterhaken. Ja, wenn es mal wieder länger dauert, schnappt euch Snickers. Und nein, dafür wurde ich nicht bezahlt. Würde sich auch gar nicht lohnen, ich mit meinen 13 Abonnenten. So, darüber und da hoch. Mana, Mana. Dann will ich dich einmal mal wegklatschen. Voll den Arsch. Huha, voll in die Hüfte, ja.
Uha, du bist voll verwirrt und siehst nur Sternchen. So, und letzter Versuch, wenn die mich jetzt aus irgendeinem Grund trotzdem sehen, dann scheiße ich auf die Rubine. Ob jetzt alles so wie sein soll. Die sehen mich zwar irgendwie, aber sie finden mich nicht. Ich kann sie ganz getrost abschneiden. Abstechen, vielleicht besser ausgedrückt. Weg mit euch. So. Rubine. Das sind 200. Nein, das sind 100. Der Orange war 200. Bei 200 sind jetzt irgendwie umgekehrt. Ich bin etwas verwirrt. Wo ist jetzt die Karte? Ich sehe keine Karte hier drin. Schade. Komm ich jetzt von hier? Ich bin verwirrt. Raus hier. Ich bin richtig. So. Man hat gerade nicht die Szene gesehen, wo er sich so erschreckt irgendwie. Nicht so richtig. Schade. Bis hierher und nicht weiter. Voll die falsche Stimme, aber sie hat halt ein bisschen geraucht heute, denken wir mal so. Und Raucher klingen ja so. Muhaha. Mir so gemein, ne? Und ich habe eine Frau gestochen. Uff, nicht übel, aber glaube nicht, dass es schon vorbei ist. Ja, das war etwas realistischer, würde ich mal sagen. Ah, ich werde nie einen Synchronsprecher. Das kann nichts werden.